Hier dreht sich alles um Gartenkultur und Gartengestaltung. Auf der Garten München, Süddeutschlands größter Indoor-Gartenmesse, wurden die neuen Trends vorgestellt und viel Schönes gezeigt. Ein Highlight neuer Garteninnovationen zeigte sich mit der Terrasse, die auf Knopfdruck zum Swimmingpool wird. Die ganze Fläche ist begehbar, ist auch hauptsächlich als Kinderschutz entwickelt worden, dass eben die Kinder nicht hineinfallen können oder ertrinken können in Abwesenheit der Eltern oder Angehörigen. Also man kann auch drüber gehen. Auch für den kleinen Garten ist also jetzt ein Pool möglich. Ich kann auch eine Nichtschwimmertiefe erreichen, indem ich die Höhe bewusst einstelle. Überhaupt ist Wasser dieses Jahr ein zentrales Thema in der Gartengestaltung. Das Meer ist immer interessant. Ich glaube, jeder will gerne in seinem Urlaub ans Meer reisen oder an den großen See. Also ist es schön, wenn man auch zu Hause schon daran erinnert wird, mit Gräsern oder mit einem kleinen Steg. Auch wenn der Steg gar nicht übers Wasser führt, nur über ein Kiesbeet, ist auch schon eine Inspiration da. Neue Wege geht man auch im Terrassenbau. Pflegeleichte Langlebigkeit steht wieder ganz vorne auf der Beliebtheitsskala. Der Terrassendiebhaber möchte neuerdings seine Steinmauer geklebt, nicht gemörtelt. Der Trend bei uns im Naturstein geht immer wieder zu so hochwertigen Natursteinen. Bei so einer geklebten Mauer zum Beispiel haben wir jetzt einen Gneis hier, der sehr hart ist, sehr widerstandsfähig und überhaupt nicht empfindlich auf Grünbelag oder so, weil er von alleine so eine grau-grüne Farbe hat. Geklebt bedeutet, dass da ein spezieller Kleber zwischen den Steinen ist, der draußen dauerhaft ist und wo man die Fuge kaum sieht. Gartenliebhaber haben jetzt für sich eine neue Art des Wohlfühlens entdeckt. Das Wohnzimmer muss nach draußen. Das ist dieses Jahr Devise. Die Behaglichkeit des Indoor-Wohnens voll im Grünen, die neuen unverwüstlichen Gartenmöbel machen das genauso möglich wie die aktuellen energiesparenden Draußenbadewannen für Luxusverwöhnte. Der Trend geht ganz klar hin zum guten Massage-Whirlpool, der sehr viel bewegt, sprich Nacken-Schulterverspannungen aus dem Körper rausholt. Es sich gesund gut gehen lassen, das ist nicht nur richtungsweisend beim Kleingärtner. Eigenes Gemüse vom Balkon und selbst anbauen ist definitiv der neue Hype in der Großstadt. Der Trend ist ganz klar einfach wieder beim Bauern einkaufen. Der Trend ist auch ganz klar, selbst zu gärtnern. Jeden Quadratmeter Boden, den man hat, einfach zu nutzen, um ein bisschen was ranzuziehen. Ich glaube, die Leute wollen heute wieder wissen, wo das Zeug herkommt. Die wollen es wieder wachsen sehen und einen Bezug dazu haben. Also es geht eigentlich weg von der Supermarktmöhre hin zu der eigenen kreativ angebauten Möhre. Weg von der Supermarktmöhre. Was geht noch? Biogärtner Christian weiß, was ein kleiner Balkon hergibt. Was auch noch sonst geht, sind Salatpflanzen, Pflücksalate. Die muss man nicht auf einmal abernten, sondern man kann sie einfach über 4-6 Wochen pflücken. Dann ist die Pflanze natürlich abgeerntet und man pflanzt wieder neue an. Und was brauche ich dafür überhaupt? Ich brauche einen Blumenkasten oder einen Kräuterkasten. Ich brauche eine Kräutererde. Dünger brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil meistens die Erden schon aufgedüngt sind. Was gut ist, ist, wenn der Kasten einen Wasserspeicher drin hat, weil wir ja meistens untertags arbeiten und mittags, wenn die größte Hitze ist, schlappen die Pflanzen am liebsten. Es sich gut gehen lassen, das geht nirgends schöner als im eigenen Garten. Nehmen Sie doch mal eine kleine Auszeit vom Alltag.